Elia stellte in 1. Könige, Kapitel 18, Vers 21 die Frage an das Volk Israel: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Zu dieser Zeit war die ganze Nation Israel hinsichtlich der Anbetung verwirrt. Sie wussten anscheinend nicht, wen sie anbeten sollen und wer Gott ist. Ist die heutige Generation in dieser Hinsicht auch verwirrt? Ist Baal Gott oder ist es Yahweh? Denkt daran, es war damals sein Volk, das so verwirrt war. Nochmals die Frage: Ist die heutige Generation sich bewusst, wen oder was sie anbeten? Die Schrift sagt: Prüfet aber alles, das Gute haltet fest. 1. Thessalonicher 5, 21. Die Schrift zu prüfen ist eine persönliche Verantwortung von jedem einzelnen von uns. In anderen Worten, es ist sehr gefährlich, das Werk der Prüfung jemand anderem zu überlassen, wie geschult diese Person auch sein mag oder welche Position er oder sie hält. Warum können wir uns in dieser Hinsicht nicht auf andere Menschen verlassen? Warum ist das so gefährlich? Warum müssen wir alles unbedingt persönlich prüfen? Weil mein ewiges Heil davon abhängt. Das ist der Grund, dass ich durch Jahwes Gnade persönlich aus der Box menschlicher Traditionen, Lehren, Gemeinschaften und Kirchen herauskam, um zum Buch der Bücher zurückzukehren, um zu erfahren, was des Schöpfers Wille und Weg für mich ist. Wir kommen jetzt zum heutigen Thema. Jahwes Feste sind heute noch gültig und bindend, wenn auch die ganze Christenheit das Gegenteil behauptet, nämlich dass sie am Kreuz, am Pfahl endeten. Sie lehren also, dass diese am Kreuz endeten, als Jeschua sein Leben für uns gab. Das meint abgetan, das meint, sie sind nicht mehr gültig. Ist es eine gute Idee, die Behauptung, dass die jährlichen Feste am Kreuz endeten, mit der Heiligen Schrift zu prüfen? Das ist heute ein Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung Studium, wie es uns in Jesaja 28, Vers 10 gesagt wird. Da heißt es nämlich, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Alle Schriftstellen in dieser Präsentation sind von der Elberfelder Übersetzung. Definition über das Wort Tora. Das sind die ersten fünf Bücher der Bibel, also das erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Buch Mose. Auch die fünf Bücher Mose genannt, weil Mose sie niederschrieb, fälschlicherweise in der ganzen Schrift als Gesetz übersetzt. Tora meint ganz einfach Lehre oder Anweisungen. Das nächste Wort, was ich erklären möchte, ist Jeschua, was ich in dieser Präsentation gebrauche. Jeschua ist der wahre hebräische Name für Jesus. In Hebräisch meint Jeschua Erlösung, Rettung, Heil. Texte über seinen Namen sind Sprüche 30, Vers 4,
Johannes 14, Vers 13, Offenbarung 2, 1 und 3 und so weiter. Dann haben wir das Wort Yod-Heh-Waf-Heh, Yahweh. Das wurde in Deutsch als Herr übersetzt. Herr ist allerdings kein Name, sondern ein Titel. In Hebräisch wird sein Name als Yod-Heh-Waf-Heh geschrieben. Manche sagen Jehovah, manche sagen Yahweh und manche sagen Yahuwah. So, die Frage ist, wie steht es mit den biblischen Festen? Sind das nicht alttestamentliche Riten, die nur das alte Volk Israel betrafen? Sind diese nicht Teil eines alten, rituellen Gesetzes? Wurden diese nicht mit all den anderen Gesetzen des Alten Testaments an den Pfahl geheftet und dadurch als ungültig erklärt? Wem seine Feste sind es? Und sind sie immer noch bindend? Das wollen wir heute herausfinden. Das Zeugnis Jeschuas, unseres Heilendes. In 1. Petrus 2, 21 bis 22 heißt es: Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Messias für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden worden. Er ist unser Vorbild. Wir sollen so wandeln, wie er wandelte. In 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer da sagt, er bleibe in ihm, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Jeschua, unser Heiland, hielt die Feste. Die Schrift beweist das unmissverständlich. Der Messias kam als der leidende Diener vor 2000 Jahren und er wird als der siegende König wieder zurückkehren. In Lukas 2, 42 heißt es, und als er 12 Jahre alt war, gingen sie nach Gewohnheit des Festes hinauf. Seine Eltern hielten das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, denn sie nahmen Jeschua mit zum Fest. In Johannes 12, 20 heißt es, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um am Fest anzubeten. Also Nichtjuden nahmen am Passa teil. In Johannes 2, Vers 13 steht, und das Passa der Juden war nahe, und Jeschua zog hinauf nach Jerusalem. Dann Johannes 5, Vers 1, danach war ein Fest, Pfingsten der Juden, und Jeschua zog hinauf nach Jerusalem. Johannes 7, Vers 2 und 10 und 14, es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Nachdem aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jeschua in den Tempel hinauf und lehrte. Jeschua erfüllte die Frühjahrsfeste bei seinem ersten Kommen, denn er war unser Passalamm. In 1. Korinther 5, Vers 7 heißt es, fege den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid, denn auch für uns ist ein Passalamm geschlachtet worden, Messias. Jeschua war unsere Erstlingsfrucht. Es heißt in 1. Korinther 15, 20 und 23, nun aber ist Messias von den Toten auferstanden, als Erstling der Entschlafenen, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Als Erstling Messias,
danach die, welche Messias angehören, bei seiner Wiederkunft. Jeschua war unser ungesäuertes Brot, laut Johannes 6, 33 bis 51. Er sagte viermal, dass er das Brot ist. Wie wissen wir, dass es ungesäuert war? Indem wir uns ansehen, was Sauerteig ist. Heuchelei, Lukas 12, Vers 1, falsche Lehren, Matthäus 16, 11 bis 12, Bosheit und Schlechtigkeit, nach 1. Korinther 5, Vers 8. Also keines von diesen beschreibt ihn. Genauso wird Jeschua die Herbstfeste mit seiner Wiederkunft erfüllen. Paulus verbindet die Erkenntnis dieser Feste damit, dass uns seine Wiederkunft nicht überraschen wird. Siehe 1. Thessalonicher 5, 1-5. Hier ist, was Paulus sagt. Von den Zeiten und Stunden aber braucht man euch, Brüdern, nicht zu schreiben. Denn ihr wisset ja genau, dass der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid allzumal Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Zeiten und Stunden bezieht sich auf die Moedins, die festgesetzten Zeiten oder Jahwes Feste. Jeschua war ohne Sünde und brauchte kein Tieropfer während der Feste oder zu irgendeiner anderen Zeit bringen, denn er selbst war das endgültige, letzte Opfer. Johannes 19, 4-6. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also kam Jeschua heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Nun die Frage, was wurde durch Jeschuas Tod abgetan? Laut Daniel Kapitel 9, Vers 27 waren es die Schlacht- und Speisopfer. Er ist unser Vorbild. Die Tage der Feste sind gültig, auch ohne Tieropfer, denn er war das endgültige Opfer, ebenso wie der wöchentliche Sabbat ohne Opfer gültig ist. Die Festtage bleiben intakt, aber die Tieropfer hörten am Kreuz, am Pfahl auf. Aber sagt Kolosser 2,14 nicht, dass alle Gesetze Gottes, einschließlich die Feste, an den Pfahl geheftet wurden? Lasst uns sehen, was Paulus sagt. Dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Und das ist von der Schlachterübersetzung. Ist Jahwes Gesetz die Tora oder die 10 Gebote gegen uns? Wenn die Tora oder die 10 Gebote gegen uns sind, warum heißt es dann in 1. Johannes 5, Vers 3? Denn das ist die Liebe zu Gott, zu Elohim, zu unserem himmlischen Vater, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer.
Die Tatsache ist, dass jedes Gesetz Jahwes für das Wohl der Menschen sowie für ihren Schutz und Segen bestimmt ist. Das gilt für die 10 Gebote, für die Satzungen und Rechte, einschließlich des wöchentlichen Sabbats und der jährlichen Feste. Ist Jahwes Gesetz die Tora sowie die 10 Gebote gegen uns? Oder die Worte Paulus in Römer 7, Vers 12. So ist nun das Gesetz, Nummer G3551, Nomus, Tora in Hebräisch, heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Widerspricht Paulus sich dann in Kolosser 2, Vers 14? Was nagelte Jeschua ans Kreuz? Ist das eine gute Frage? Er nagelte den Schuldschein unserer bereuten und gelassenen Sünden an den Pfahl. Nach Kolosser 2,14. Die griechische Redewendung, die Handschrift, die wider uns war, nach Luther-Übersetzung, bedeutet ein Rechtsdokument wie eine Hypothek, das durch seinen Tod ausgetilgt wurde. Die Frage nun, warum kam eigentlich Jeschua, unser Erlöser, auf diese Erde? Es wird uns immer wieder gesagt, dass er kam, um die Sünden der Welt zu tragen. Johannes 1, Vers 29, des folgenden Tages sieht er Jeschua zu sich kommen und spricht, siehe da, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Dann Matthäus 26, 28, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Offenbarung 1, Vers 5, und von Jeschua HaMashiach, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt, und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute. Dann können wir Jesaja 53, 10 lesen, 1. Johannes 1, Vers 7 und 1. Johannes 5, Vers oder 1. Johannes 3, Vers 5. Der Hauptzweck, der Hauptgrund, dass Jeschua kam, war, um die bekannten und gelassenen Sünden zu vergeben und zu tilgen. Was sagte er ausdrücklich, dass er nicht kam zu tun? Solange der Himmel und die Erde steht, wird nicht ein Jota oder ein Strichlein von der Tora vergehen. Denn er sagt hier in Matthäus 5, 17 bis 18, wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Iota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und Himmel und Erde stehen noch. Was meint das? Das Wort, das wir als Gesetz in der Bibel lesen, wurde von Tora, hebräisch übersetzt. Es bedeutet Lehre, Anweisung. Es sind Jahwes Anweisungen für unser Leben, für unseren Schutz und Segen. Und es dient nur zu unserem Besten, diese zu beachten. In Jeschuas Zeit und unter den heutigen Juden ist es eine positive Angelegenheit, dass der Schöpfer uns Anweisungen und Richtlinien für unser Leben gibt. Die Rabbiner machten es ihr Ziel, diese Anweisungen zu verstehen und die Menschen zu unterrichten. Lasst uns nun die Frage stellen: Was bedeutet das Wort zu erfüllen? Bedeutet es, etwas abzutun, aufzuheben,
abzuschaffen, nämlich dass die Tora, das Gesetz, für die Menschen heute nicht bindend ist? Er würde demzufolge sagen, dass er nicht gekommen ist, um die Tora aufzuheben, sondern aufzuheben. Hat das einen Sinn? In 1. Johannes 1, 1 bis 3 heißt es, dass Jeschua das Wort war, dass er bei Jahwe war und dass durch ihn alles gemacht wurde. Warum würde er etwas zunichte machen, was er selbst schuf? Wenn die Tore hätte verändert werden können, warum musste Jeschua kommen, um sein Leben für uns zu lassen? Jahwe hätte doch die Veränderung vornehmen können, damit sein Opfer nicht nötig gewesen wäre. Was meint Jeschua mit seinen Worten zu erfüllen? Das Wort zu erfüllen in Hebräisch ist lekayem und bedeutet zu wahren, zu errichten, aufzurichten, sowie zu erfüllen, zu vollenden. Der Ausdruck, das Gesetz zu erfüllen, wird oft als eine Redewendung gebraucht und bedeutet den Menschen, die Tora richtig zu interpretieren, damit die Menschen dieses so ausleben, wie Jahwe es beabsichtigt. Die Tora zu erfüllen bedeutet, alles so durchzuführen, wie es geschrieben steht. Die Erfüllung in diesem Fall meint ganz einfach, dass er kam, der Tora zu gehorchen. Lasst uns für einen Augenblick zum Bund gehen, den Jahwe mit Abraham machte. In Galater 3,29 heißt es, seid ihr aber Messias, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Laut Jeremia 31,31 wird der neue Bund zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda gemacht, nach Hebräer 8,10. Die Heiden werden in Israel eingepropft und nicht anders herum. Siehe Römer 11, 17 bis 21. Wenn unsere Religion nichts mit Abraham und Israel sowie mit der Tora gemeinsam hat, dann sind wir wahrscheinlich nicht Teil dieses Bundes, sondern wir stehen außerhalb dieses Bundes. Außerhalb des Bundes zu stehen, den Jahwe mit Abraham, Isaak und Jakob machte, bedeutet schlicht und einfach, nicht Teil der Erlösten zu sein. Dieser Bund, der mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen und am Berg Horeb mit Israel wiederholt wurde, wie es in 2. Mose 21, 22 und 23 beschrieben steht, ist heute noch gültig und bindend. Dieser Bund enthält auch die jährlichen Feste Jahwes, ob es der Menschheit gefällt oder nicht. Vergesst nicht, diese Termine sind Jahwes Feste. 3. Mose 23, 1 bis 2 macht es deutlich, denn Jahwe selbst spricht hier. Und Jahwe redete mit Mose und sprach: Sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, das sind die Feste Jahwes, die ihr heilig und meine Feste heißen sollt, da ihr zusammenkommt. Wessen Feste sind diese? Am Ende von 3. Mose 23, also Vers 44, nachdem Gott die sieben Feste in Einzelheiten erklärt hatte, heißt es, und Mose sagte den Kindern Israel solche Feste Jahwes. Diese sind also nicht jüdisch oder nur für Juden.
Es spielte keine Rolle, ob jemand ein Israelit oder ein Fremder war. Sie alle mussten diese Feste beobachten. Beachtet, was Jahwe über das erste der Feste, dem Fest der ungesäuerten Brote, aussagt. Denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, es sei ein Fremdling oder Einheimischer im Lande. 2. Mose 12, Vers 19. Diese besonderen jährlichen Feste gehören Yahweh, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und sind denen gegeben, die ihn suchen und seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Laut Malachi 3,6 ändert Yahweh sich nicht, und laut Psalm 89, 34 ändert er auch nicht, was aus seinem Munde gegangen ist. Und laut Hebräer 13, 8 ist Yeshua, unser Heiland, Erlöser, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jetzt wollen wir zu mehreren Zeugen gehen, nämlich zu den Jüngern, dem Geist Jahwes und zum Apostel Paulus. Jeschuas Nachfolger hielten das erste Fest nach der Auferstehung laut Apostelgeschichte 2,1, wo sie die Ausgießung des Heiligen Geistes empfingen. Jeschua hatte ihnen anscheinend nicht gesagt, dass dieses Fest zur Zeit seines Todes endete. Jahwe bestätigte die Feste nach der Auferstehung durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, liest Apostelgeschichte 2, 2-4. Warum würde er ein Fest wählen, um es auf diese Weise zu gedenken, wenn er wollte, dass dieses seit dem Kreuz, seinem Tod am Pfahl aufgehoben wurde? Hätte er nicht einen anderen Tag erwählt, wenn er uns sagen wollte, dass er es endete? Überlegt, könnten diejenigen, welche sich nicht zu Pfingsten versammeln, den Spätregen verpassen, wenn er fällt? Der Apostel Paulus hielt die Feste nach der Auferstehung. Apostelgeschichte 18,21, da heißt es: Ich muss alle Dinge das künftige Fest in Jerusalem halten. Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen, und fuhr weg von Ephesus. Apostelgeschichte 20, Vers 6. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. 1. Korinther 5, Vers 7. Fege den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Messias, ist geschlachtet. 1. Korinther 16, Vers 8. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Paulus lehrte alles, was ihm gelehrt wurde. In Apostelgeschichte 20, 37 heißt es: Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Jahwes zu verkündigen. Die heutigen Vorwürfe gegen die Feste sind die gleichen falschen Anschuldigungen gegen Paulus, dass er gegen die Tora lehrte, Apostelgeschichte 21, 21, und dass er einen Aufruhr erregt, Apostelgeschichte 24, 5. Diese Vorwürfe gegen Paulus konnten damals nicht bewiesen werden und sie können auch heute nicht bewiesen werden. Siehe Apostelgeschichte 24, 13 und Kapitel 25, Vers 7. Paulus lehrte nie gegen Tora. Paulus glaubte alles, was in der Tora geschrieben steht. Lasst uns Apostelgeschichte 24, 14 lesen. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege,
den Sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter, diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz, G 3551, also Nomas, Tora in Hebräisch, und in den Propheten geschrieben steht. Paulus sündigte nie gegen Tora, dem Tempel, noch gegen den Kaiser. Hier sind seine Worte in Apostelgeschichte 25,8, in dem Paulus sich verantwortete: Weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas gesündigt. Paulus redete nie gegen die Propheten oder Mose. Apostelgeschichte 26,27. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Paulus hatte nie gegen sein Volk noch gegen die väterlichen Gebräuche gehandelt. Hier lesen wir in Apostelgeschichte 28,17: Es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, zusammenberief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Brüder, ich, der ich nichts wider das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden. Während all seiner Verfahren, wo Paulus sich verteidigen musste, hätte er genügend goldene Möglichkeiten gehabt zu bezeugen, dass er gegen Tora predigte, weil diese am Kreuz abgetan wurde, und er hätte auch bezeugen können, wie das stattfand. Stattdessen betont er immer wieder, dass er nur das lehrte, was Mose lehrte, sowie die Bräuche der Juden. Paulus war kein Heuchler. 2. Korinther 11, 23 bis 27. Lass uns sehr vorsichtig sein, die Worte des Apostels zu verdrehen, um zu beweisen, dass er gegen Tora predigte, wenn er es immer wieder mit den strengsten Worten betonte, dass dies nicht der Fall ist. Bis zu seinem Tod lehrte Paulus über das Reich Jahwes und Jeschua von Mose und den Propheten. Apostelgeschichte 28,23 sagt: Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, welchen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Jahwes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jeschua, sowohl aus der Tora, Moses, als auch den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Das Neue Testament existierte damals noch nicht. Die Menschen studierten das Alte Testament, um herauszufinden, ob die Lehren Paulus mit diesem übereinstimmen. Jene, die das Alte Testament vermindern wollen, sollten sich daran erinnern, dass die große Mehrheit des Neuen Testaments Zitate aus dem Alten Testament enthalten. Wenn Sie also das Alte Testament rauswerfen wollen, werfen Sie dadurch auch viel vom Neuen Testament hinaus. Denkt auch daran, dass Jahwe sich laut Maleachi 3,6 nicht ändert, wie ich es bereits vorher schon erwähnt habe. So ist auch Jeschua derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, laut Hebräer 13,8. Wir haben weder einen neuen Gott noch eine neue Religion, welche Tora als ungültig erklärt, nur weil Jahwe seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden sandte. Die Tora lehrt uns den Messias. Wir lesen in Lukas 24,27 die Worte Jeschuas an die 2 Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf.
Paulus sagte kein einziges Mal, dass wir den wöchentlichen Sabbat halten sollten, aber er sagte zweimal, haltet das Fest, und zwar in Apostelgeschichte 18,21 und in 1. Korinther 5. Jedoch halten viele den Tag, den er nicht nannte, verweigern sich aber die Tage zu halten, die er zweimal besonders betonte. Er sagte auch, dass er nicht über die Zeiten und Zeitpunkte zu schreiben braucht. 1. Thessalonicher 5,1. Er brauchte ihnen darüber nicht zu schreiben, weil er diese Feste mit ihnen hielt. Laut Petrus sind manche von den Briefen Paulus schwer zu verstehen, und die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen diese zu ihrer eigenen Verdammnis. Und das ist der Vers hier in 2. Petrus 3,16, wie auch in allen Briefen, wo er davon spricht, in welchen etliches schwer zu verstehen ist, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Mose, das heißt die Tora, wurde den neuen Gläubigen nach der Auferstehung jeden Sabbat in den Synagogen gelehrt, damit die Heiden lernen, was sie sonst noch tun und was sie nicht tun sollten, zusätzlich, dass sie sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut, siehe Apostelgeschichte 15, 19 bis 21, enthalten sollten. Übrigens, Unzucht ist eine Satzung und kein Gebot, was nur eines der vielen Male im Neuen Testament die Satzungen des Alten Testaments bekräftigt. Die Erlösten werden laut Offenbarung 15, Vers 3 das Lied Mose singen. Mose hatte über nichts anderes als über die Tora gesungen. Denkt ernsthaft über Folgendes nach. Wenn unser Lied über etwas anderes als über Tora aussagt, dann entsprechen wir nicht der Beschreibung der Erlösten. Was meint das im Klartext? Diese Person ist nicht Teil der Erlösten. Wie kann ich so etwas sagen? Weil Jeschua in Matthäus 7,22 sagt, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht? Welche Antwort gibt ihr ihnen dann? Das finden wir in Matthäus 7,23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Und das ist die griechische Nummer 458, Anomia, die ihr ohne Tora seid. Ist das ernst zu nehmen? Denkt an diesen Vers in Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören der Tora, selbst sein Gebet ist ein Greuel. Lasst uns zu den Aussagen falscher Propheten gehen. In Matthäus 7,15 in der Lutherübersetzung heißt es, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Falsche Propheten werden kommen und laut 2. Korinther 11, 3-4 einen anderen Messias verkündigen. Denjenigen, die nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, wird Gott kräftige Irrtümer senden, damit sie zu ihrer Verdammnis der Lüge glauben werden. Das steht in 2. Thessalonicher 2, die Verse 10 bis 12.
Wir Heiden haben laut Jeremia 16, 19 von unseren Vätern Lügen geerbt. Nur Lüge haben unsere Väter geerbt, nichtige Götter, und unter ihnen ist keiner, der etwas nützt. Es ist der Antichrist, der denkt, Zeiten und Gesetze laut Daniel 7,25 zu ändern. Er denkt nur, dass er diese verändern kann. Jahwe ändert sich nicht. Die katholische Kirche behauptet, dass sie die Feste abgetan hat. In einem Brief, das Evangelisten oft zitieren, bot T. Enright, Bischof von St. Alphons Kirche, im Jahre 1905 1.000 Dollar an, als Belohnung, wenn ihm jemand aus der Bibel beweist, dass wir verpflichtet sind, den Sonntag heilig zu halten. Leider zitieren die Evangelisten nicht den gesamten Brief, der auch sagt, dass die katholische Kirche nicht nur den wöchentlichen Sabbat, aber auch alle anderen jüdischen Feste abschaffte. Wenn du heidnische Feste, die der Sonne geweiht sind, hältst, dann folgst du dem Tier nach und nicht dem wahren Gott, Jahwe Elohim, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Kirchenhistoriker wie Flavius Josephus bestätigen, dass die ersten Christen die jährlichen Sabbate hielten. Weihnachten ist 100% heidnisch. Wir sollten uns klar darüber sein, dass kein einziges Wort in der Bibel uns dazu auffordert, Weihnachten zu feiern. Aus renommierten Enzyklopädien lässt sich entnehmen, dass Weihnachten aus dem Heidentum kommt und während der ersten 2 bis 3 Jahrhunderte nicht gefeiert wurde. Ostern ist heidnisch. Es ist nicht sehr schwierig, den Ursprung von Ostern und dessen Bedeutung zu finden. Viele wissenschaftliche Werke zeigen, dass Ostern ein vorchristliches religiöses Fest war. Es entstand lange vor der Zeit Jeschuas. Die Tradition dieses Festes wurde durch die weltreiche Babylon, Persien, Griechenland und Rom bis in die Neuzeit weitergegeben. Es ist ein Fest zur Ehre der Frühjahrsgöttin Astarte oder Aschera. Traditionen über Jahwes Wort zu stellen, ist vergeblicher Gottesdienst. Matthäus 15, Vers 9 sagt, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Für wie lange sind die Feste gültig? Wenn Jeschua oder Paulus uns irgendwo sagt, dass wir unter dem neuen Bund die jährlichen Feste nicht mehr zu halten brauchen, dann würden wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Die Realität ist, dass niemand im Neuen Testament so etwas sagte. Die Feste sind für immer. 2. Mose 12, 14, 17, 24 und 3. Mose 23, 14, 21, 31 und 41. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis sein und ihr sollt ihn feiern als Fest dem Yahweh. Als ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt ihr ihn feiern. Übrigens, das Fest der ungesäuerten Brote, sowohl der wöchentliche Sabbat, sind beide ein Zeichen. 2. Mose 13, 9 spricht vom Fest der ungesäuerten Brote und 2. Mose 31, 13 spricht vom Sabbat als Zeichen. Es gibt Beweise, dass die Festtage bereits vor dem Auszug aus Ägypten gehalten wurden.
In 1. Mose 1,14 heißt es, dann sprach Gott, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Die Schöpfungswoche, 1. Mose 1,14, enthält das hebräische Wort Moed. Das ist Strong Nummer 4150 und bedeutet die bestimmten Zeiten der jährlichen Feste. So schuf er die Sonne, um den Tag und das Jahr zu scheiden, und den Mond, um dem Menschen bestimmte Festzeiten zu geben. Psalm 104,19 sagt gezielt, dass er den Mond für die Moedim, also die Festzeiten, schuf. Die biblischen Feste werden durch das Zählen der Tage vom Neumond des ersten Monats Abib oder vom Neumond des siebten Monats Tischri bestimmt. Das deutsche Wort Zeiten nach der Luther-Übersetzung kommt vom hebräischen Wort Moed. Das ist dasselbe Wort, was in 3. Mose 23 als Feste übersetzt wurde. Deshalb wurden die Feste Jahwes bereits am Anfang der Schöpfung vor dem Eintritt der Sünde eingesetzt. Vor der Sintflut gab es keine Jahreszeiten wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass weder die Sonne noch der Mond die Jahreszeiten wie Frühling, Sommer, Herbst oder Winter machen. Es ist der Winkel unseres Planeten und die elliptische Umlaufbahn, welche diese Jahreszeiten bestimmen. Dieses geschah erst nach der Sintflut. Da also weder die Sonne noch der Mond für die Jahreszeiten verantwortlich sind, für was sind dann die Moedims, für die die Sonne und der Mond geschaffen wurden? Es stellt sich heraus, dass die Sonne und der Mond für Adam und Eva himmlische Uhren waren, damit sie wussten, welche Zeit es ist. Es nimmt sieben Kreisläufe der Sonne, um Adam und Eva zu informieren, dass der wöchentliche Sabbat da ist. Es nimmt eine Kombination von Kreisläufen der Sonne und des Mondes, um uns zu sagen, wann der 14. Tag des ersten Monats, also das Passafest, gefeiert wird. Hier ist der ausschlaggebende Beweis, das Wort für in Englisch, in dem Satz er schuf die Sonne und den Mond für Moedims, beweist uns, dass die Moedims bereits vor der Erschaffung der Sonne und des Mondes existierten. Genauso wie der wöchentliche Sabbat für den Menschen gemacht wurde, laut Markus 2,27. Der Mensch existierte bereits vor der Schöpfung des Sabbats. Nach 1. Petrus 1,19-20 wurde der Erlösungsplan bereits ehe der Welt grundgelegt wurde, festgelegt. Diese jährlichen Feste sind zusammengefasste Prophezeiungen kommender Ereignisse des Erlösungsplanes. Es sind sieben Feste, welche sieben Segmente im Erlösungsplan darstellen, die wir verstehen sollten. Die jährlichen Festtage beziehen sich ausschließlich auf Jeschua, unseren Heiland. Sie beziehen sich auf die sieben großen Ereignisse im Erlösungsplan und deren letztendlichen Erfüllung. Da der Erlösungsplan bereits vor der Schöpfung gelegt wurde, waren auch die Feste bereits vor der Erschaffung der Erde festgelegt.
weil sie diesen Plan in Einzelheiten erklären. Das war also bevor der wöchentliche Sabbat in 1. Mose 2, Vers 3 eingesetzt wurde. Erste Mose 2,3 konnte also nicht ohne 1. Mose 1,14 geschehen. In 1. Mose 2,3 setzte Jahwe den wöchentlichen Sabbat nach der Schöpfung ein. Nach 1. Mose 2,3 wird der wöchentliche Sabbat nicht mehr erwähnt, bis 2. Mose 16, als das Manna gegeben wurde. Wir glauben jedoch alle, dass Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Josef den wöchentlichen Sabbat heilig hielten, obwohl es wortwörtlich nicht berichtet wird. Denn 1. Mose 26,5 sagt ganz klar: Darum, dass Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und hat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Weise und mein Gesetz. Das gleiche gilt auch für die Feste. Sie werden in 1. Mose 1,14 das erste Mal erwähnt. Und dann werden sie erst wieder beim Auszug aus Ägypten in 2. Mose 2,12 erwähnt. Ich persönlich glaube, dass die Feste bereits vor Sinai bekannt waren und gehalten wurden. Es gibt nämlich Gründe dafür. In 1. Mose 19,3 lesen wir: Und er, Lot, machte ihnen ein Mahl, den zwei Engeln in Sodom, und buk ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Warum erwähnt die Bibel gezielt ungesäuertes Brot? Es besteht ein Grund für alles, was in der Bibel geschrieben steht. Psalm 81, die Verse 2 bis 5, bestätigt uns, dass Josef das Fest der Posaune hielt, denn es war eine Satzung für Israel. Josef lebte lange vor dem Auszug aus Ägypten. Genauso steht es mit dem Sabbat. Das erste Mal, dass wir das Wort Sabbat nach dem Auszug finden, ist in 2. Mose 16,23, und doch glauben wir, dass der wöchentliche Sabbat vor der Sintflut von den Gläubigen gehalten wurde. Es gibt auch biblische Beweise, dass die Feste auf der neuen Erde gehalten werden. Jeschua erwähnt, dass er das Passa mit uns nach seiner zweiten Wiederkunft feiern wird. Das könnt ihr in Matthäus 26, 29 lesen. Sacharja 14 spricht vom Laubhüttenfest in Verbindung mit Jeschuas Wiederkunft. Jesaja 66, 23 bis 24 bestätigt, dass die Erlösten von einem Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen zur Anbetung zusammenkommen werden. Die Endzeitbotschaft von Elia vor dem großen und schrecklichen Tag Jahwes wird uns in Maleachi 4, 4 bis 5 gegeben. Diese lautet wie folgt: Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb, an das ganze Israel samt den Geboten und Rechten. Sobald du denkst, dass du alle Wahrheit besitzt, dann hältst du dich für reich und satt
und ohne Mangel an mehr Erkenntnis, das ist aber der Augenblick, wo du in Demut und Buße auf deine Knie gehen solltest. Denn in Wirklichkeit bist du elend, arm, jämmerlich, blind und bloß. Und das ist nach Offenbarung, Kapitel 3, Vers 17. Es ist höchste Zeit, und ich sage allerhöchste Zeit, sich von dieser Haltung der Laodicea zu lösen und sich zur Wahrheit zu kehren. Heute ist es noch Zeit, die Wahl für Jahwe zu treffen. Es ist immer noch Zeit für Buße und aus Babylon mit den heidnischen Traditionen von Weihnachten, Ostern, Sonntag und so weiter herauszukommen. Jahwes Weg ist immer besser. Zusammenfassung: Jeschua als unser Vorbild hielt die Feste ohne Tieropfer. Er war das endgültige Opfer. Die Tieropfer hörten durch seinen Tod auf, deshalb können auch wir jetzt die Feste ohne Tieropfer halten. Jeschua kam, um uns von unseren Sünden zu retten und nicht um uns das unveränderliche Gesetz, die Tora, abzutun. Der neue Bund ist mit dem Haus Israel und nicht mit den Heiden. Die Apostel und alle Jünger hielten die Feste nach der Auferstehung. Paulus lehrte nur, was im Einklang mit der Tora war. Er sagte zweimal ausdrücklich, dass wir das Fest feiern sollen. Viele seiner Schriften verdrehen die Ungelehrigen und Leichtfertigen zu ihrer eigenen Verdammnis. Diejenigen, welche die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden kräftige Irrtümer erhalten. Heiden haben Lügen geerbt. Der Antichrist denkt, die Feste und Gesetze zu ändern und führt heidnische Feste als Ersatz ein. Die Feste Jahwes existieren bereits seit der Schöpfung und werden auch in Zukunft auf der neuen Erde gefeiert werden. Sie gelten für immer. Wir sollten unsere vergangenen Irrlehren erkennen und bereuen und uns dem alleinigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und seinen Anweisungen zuwenden und unterordnen. In Anbetracht der vielen Hinweise in der Schrift und der Geschichte, Jahwes Feste zu halten, sowie die Tatsache, dass die Patriarchen, Jeschua selbst, sowie seine Jünger und Apostel diese hielten, was hindert uns daran, sie zu halten? Es liegt klar auf der Hand, dass die einzigen Feste in der Bibel die sind, welche Israel, die Apostel und Jeschua selbst hielten. Alle andere sind von Menschen erdacht und für Jahwe ein Gräuel. Außerdem enthalten die Festtage eine Fülle von lebenswichtigen Lehren und Wahrheiten für sein Volk. Sie haben den Schlüssel zu prophetischen Ereignissen, indem sie uns den Plan der Erlösung und seine Rolle als kommender König erklären. Es ist wirklich für alle Menschen an der Zeit, den Anweisungen Jahwes gehorsam zu sein, die er für das Wohl der Menschheit gegeben hat. Denkt daran, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist unser Erlöser und der Heiland. Warum sollten wir nicht aus Liebe zu ihm das tun, was er von uns verlangt? Was ist deine Ausrede, Jahwes Feste nicht zu halten? Wir laden nicht Jeschua ein, sondern er lädt uns ein, sich mit ihm zu treffen. Es ist mein Gebet, dass wir uns nicht sträuben, den Anweisungen unseres himmlischen Vaters zu folgen.
Unser Verständnis wird sich vielfach vermehren und wir sind Teil der Erlösten. In Sprüche 16, Vers 20 heißt es: Wer auf das Wort achtet, findet das Gute. Glücklich der Mensch, der Jahwe vertraut. Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe erhebe sein Angesicht zu dir hin und gewähre dir Frieden. Shalom.